gesagt, ist schon ewig her. Oh, das scheint sogar ein Schrumpfblitz zu sein. Wie mache ich den Knopf wieder weg? Mit E? Mit der Maustaste? Nee. Rechte Maustaste Zoom? Pack die Waffe doch wieder weg! Oh, das ist eine Art Scharfschussengewehr. Was ist denn? Ist die Pistole? Ist die Schrotflinte? Das muss ein Maschinengewehr sein. Das ist wieder das, okay. Ja, gut. Können wir die Waffe wohl nicht mehr wegpacken? Hallo? Ah, okay, cool. Mit Q packen wir die Waffe wieder. Oh, okay. Ich will mit Leertaste die ganze Zeit springen, aber das geht nicht. Hier kann man nicht springen. Also man merkt, glaube ich, dass es schon einiges her ist, dass ich das Spiel hier mal angespielt habe. Beziehungsweise das erste Level hier mal gespielt habe. Ich habe gar nichts mehr drin. Und wie gesagt, ich habe von den Gesprächen und von den Zwischensequenzen wirklich nur das angeguckt, was ich angucken musste. Alles andere hatte ich vorher weggeklickt. Also für mich war das auch alles komplett neu. Und ich finde es aber ziemlich interessant. Ach, auf und wegen, die Umgebung, das Schiff ist sicher, da hinten sind doch gleich die Ersten. Ja, da wollte ich gerade angeben, dass ich wohl ein bisschen Sicherheit habe. Ja. Oh, Entschuldigung. So, ja, mit Kurve. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Sprinten kann ich nicht. Ich kann nur komischerweise ranzoomen, aber schneller werde ich da, glaube ich, nicht. So, wo geht's jetzt lang? Durch den schönen Bordersumpf. Ja, hier anscheinend nicht. Was ist das da? Ein Roboterarm? So, ein Upgrade-Kit. Ja, so nicht. Mit E? Ja. Ein Kühlkörper. Ja, ich nehme erstmal. Keine Ahnung, was der Rest bedeutet. Das habe ich beim letzten Mal nicht gefunden, aber wo geht's denn dann lang? Springen kann ich ja nicht. Ja, also man sieht, dass ich das erste Level schon mal gespielt habe, würde ich sagen. Ich kenne mich jetzt sehr bestens aus hier. Mal zurück zum Schiff. Dieser Turm da hinten ist. Ach so, ja. Wollte gerade sagen, der Turm da hinten ist ein bisschen auffällig hier. Gott, was ist hier geschehen? Im Gebiet. Oh. Ja. Hallo? Bisschen heiß hier, was? Gut. Warum die hier mitten im Wasser gebaut haben, fragt sich, wenn hier so eine schöne Insel ist, aber gut. Vielleicht um sich vor Wildtieren zu schützen oder so. Oh, Film. Ah ja, jetzt kommt die Szene. Bitte achten. Auf unseren Kumpel. Soll ich mal die Waffe wechseln? Oh ja, Schrotflinte aus der Entfernung ist immer gut. Kann ich damit nicht ranzoomen? Das ist ja kacke. Okay, dann nehme ich doch wieder die Pistole. Oder Scharfschuss. Kann ich aber nicht. Ja, mit der Pistole. Hey, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir können jetzt hier Pistole auf verbessern, Präzisionsgewehr. Was ist denn Präzisionsgewehr? Ist das das normale Gewehr? Oder Panzerung? Oh Gott, ist das gleich wie auf einmal. 6 Punkte haben wir. Oh, wow, wow. Einschüchtern und schmeicheln. Scheint mir so eine Art Gegensatz zu sein. Ich würde sagen, wir gehen mal auf. Was gehen wir denn? Neue Fertigkeitsanhänge werden freigeschaltet, wenn sie ein Spectre werden und abtrünnigen Punkte sammeln.
Hier werden neue Fertigkeitsränge werden freigestellt, wenn sie Inspektor werden und Vorbildpunkte sammeln. Oh, was wollen wir denn werden? Abtrünnig oder Vorbild? Bislang sind wir abtrünnig. Eigentlich will ich immer so, wie es mir am besten erscheint. Verdammt! Naja, wir sind ja eigentlich immer noch einer von den Guten. Wir wollen ja nicht zu den Bösen wechseln. Wir wollen ja nur so ein bisschen nicht der Supertyp sein. Deswegen gehe ich erstmal auf Schmeicheln. Dialogoptionen. Ich weiß nicht, ob das später was hilft. Meistens ja. So, reduziert Hitzeentwicklung bei Pistolen und Präzisionsgewehren, erhöht Schaden durch Tankminen, Explosion und Sabotage, Überlastung und Dämpfung um 5%. Ja, das erhöht die Pistolen und Präzisionsgewehre, was die beiden sind, die wir hier haben. Deswegen werde ich mal das nehmen und verbessert Schaden, erhöht Schildkapazität und erhöht Tank-Explosion-Schaden. Erhöht Schaden, erhöht Präzision. Dann gehe ich nochmal auf Pistole und holen wir uns ein bisschen Verteidigung dazu. Das sollte es erstmal gewesen sein. Kumpel. Der hat auch 4 Punkte. Der hat erste Hilfe, das ist ja ganz praktisch. Ich denke mal, es ist heilen. Regeneriert. Okay. Ja. Wächter. Okay, das ist ein Wächter, also. Reduziert, das können wir einmal nehmen. Barriere. Ja, er kann ja so ein bisschen Unterstützer sein, wenn wir jetzt eh schon im Hinterhalt. Grund halten, wenn sie die Kraft des Werbers auf. Ja, kann gut sein, ne? Wie viele Newton haben wir vorher? Was weiß ich, nehmen wir. Okay, zurück. Ja, was mir vorher nicht aufgefallen ist, ist, dass wir ja quasi unseren Kumpel in den Tod geschickt haben und er nicht von alleine in der Heldenaktion in den Tod gelaufen ist. Und dadurch sind wir ja schuld. Ich, ja, tut mir leid, Jenkins. Nicht so heldenmutig, habe ich doch gesagt hier. Also war ja angeschlagen, weil ich mir vorher schon den Kopf geschossen hatte. Untersuchen? Oh. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Ja. Er verdient ein Begräbnis. Sie können ihm nicht helfen. Vergessen Sie ihn. Begräbnis hier mitten in der Mission, wo da hinten die ersten Roboter um die Ecke lauerten, die uns gleich mal totschießen wollten. Vergessen Sie ihn, ist auch kacke. Also mit manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Ja, das ist genau das. Jawohl, Sir. Auch wenn ein Begriff es verdient hätte, in diesem Moment ist das leider ein bisschen unpraktisch. Wir haben dafür ausgerechnet, dass sie nicht ausgebildet wurden. Also kann ich jetzt auch quasi nur wirklich Präzisionsgewehre, als ja vermutlich das hier sein sollte? Hä? 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 Pistole habe ich doch ausgewählt. Achso, da steht eine längere Zeit. Was? Oh! Jetzt sieht so aus, als hätte ich, als wäre der Scharfschützengewehr das Präzisionsgewehr. Ja gut, Präzision lässt sich irgendwie ableiten, ne? Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Jetzt weiß ich auch, was mit Fernkampf gemeint war. Ja, gut, dann werden wir jetzt Sniper, ne? Da bin ich ja super gut drin, wie man aus meinen anderen Let's Plays kennt, beziehungsweise aus Custom City Imposter. Da weiß man ja, dass ich super gut in Snipern bin. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen fail, aber ändern tue ich das jetzt nicht mehr. Ich meine, da kann man ja nur so ein bisschen die Skills erweitern, ne? So ein bisschen zumindest. Oh, oh. Da oben. Okay, dann gehen wir gleich mal drauf. Falsche Richtung. Verdammt. So, jetzt sind wir mal drauf. Ach du Kacke. Warum schwenkt das denn so? Wo ist es hin? Ist es tot? Toll. Wollte ich mal draufziehen, dann ist es schon tot. Oh, oder auch nicht. Ja, genau so macht man das. So ist... Oh. Okay, da muss ich mich selber schon ein bisschen loben, dass ich den bei so einer Geschwanke da getroffen habe. Okay. Dauert vielleicht ein bisschen lange. Hä? Wo ist sie? Da.
Rathaus mal. Ja, der geborene Sniper, würde ich sagen. Kein Kontakt, Commander. Kein Kontakt zu was? Wer will den Kontakt haben zu diesem komischen Zitadell-Typen da hinten, der hier, der mich beobachten wollte, aber komischerweise gar nicht da ist. Ist ja sehr schlau. Oh. Ja gut, da erinnere ich mich daran. Okay, da nicht. Aber die nicht. Ja, okay. Wir gehen hier einfach mal hinter, ne? Ja, so macht man das. Oh, der war schon tot, das ist natürlich toll. Ja, bitte, ich habe nichts gemacht, aber gern geschehen. Nein. So. Sprechen wir mal. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Das Sagen nicht, aber wir sind auf einer Mission. Ich brauche einen Statusbericht. Sofort. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Kämpfen? Warum nicht? Wo ist Ihre Einheit? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Das ist auch Ihre Schuld, das ist doch auch gar nicht gesagt. Im Stich hätte es auch nicht gelassen. Was hat die getötet? Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Ich kenne die nicht. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Ist nur wieder jemand, den ich nicht kenne. Ja, schließen Sie sich uns an, bringen Sie uns dahin, bleiben Sie hier. Ja, schließen Sie uns doch an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Okay, jetzt können wir untersuchen. Ach, voll. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Nach künstliche Agents und Roboter, das endet ja meistens so. Ja, der Sender? Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Ja, da könnten wir mal hingehen, aber ich guck vorher nochmal, was war denn vor dem Angriff? Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Hatten wir das schon? Und die Wissenschaftler? Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Ja. Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Ja, nein, das 232. war bei Ihnen. Vielleicht haben Sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Ja, nein, das. Haben Sie hier einen Turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Okay,
einerseits merkwürdig, andererseits sind es doch nicht die Zitadelle, da habe ich wohl Schwachsinn geredet, das sind Turianer. Es wird bestimmt auch so ein paar Stunden dauern, bis ich den Namen drin habe. Los geht's. Ja, los geht's. Strikeout und ein paar zerbrechend. Nehmen wir. Ich weiß nicht, was das mit diesem komischen Gel da auf sich hat. Das lassen wir auch erstmal so. Ah, wir können jetzt unsere Ausrüstung verändern. Ein Sturmgewehr, Schrotflinte, Pistole und tatsächlich Präzisionsgewehr ist das Sniper-Symbol. Ja, gut. Haben wir da schon wieder anders? Nein, haben wir nicht. Bei der Pistole haben wir den Striker, der macht mir Schaden, hat aber weniger Schüsse und weniger Präzision. Präzision ist mir momentan eigentlich ziemlich wichtig. Da haben wir nur einen, da haben wir nur einen. Was haben wir da? Haben wir auch nur einen, haben wir auch nur einen, haben wir auch nur einen. Satudo. Was hat Dudo? Was hast du so, meine ich? Uninteressant. Und sie, sie kann wesentlich weniger tragen. Okay. Ja, wir scheinen alle dieselbe Pistole zu haben. Lassen wir es erstmal so. Hier ist wieder dieses komische Universalgel. Ich könnte mir ja theoretisch das Tutorial durchlesen, das ist mir ein bisschen zu viel jetzt gerade. Ich will jetzt ein bisschen Action haben. Es war jetzt ziemlich viel Gerede jetzt ohne überhaupt. Ich bin ja quasi noch so ein bisschen im Tutorial hier drin. Ich hatte jetzt hier gerade erstmal so 3-4 Gegner. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Interessant. Ja, nehmen wir mal alles. Und hier nehmen wir auch mal alles. Und ja, da ist unser Kumpel gewesen. Schade. Wir wollten ihn leider nicht retten. Hätten wir vielleicht gekonnt, aber wir wollten nicht. Zumindest wollte die Filmsequenz das nicht. Da ist ein Pfeil. Gehen wir da mal hin. Toll. Und jetzt? Oh, linke ist der G-Taste. Aha, das ist natürlich genial, wenn man jetzt mit Dinge fliegen kann. Ha! Headshot. Ja, weiß nicht, ob es ein Headshot war, aber. Oh. Das war kein Headshot. Das war die Wand. Aber gut, dass die Gegner hier so als Symbol angezeigt werden. Ah, komm schon. Oh, das war ein Headshot. Keine Ahnung, ob das einer war. Die haben keine Köpfe, sind Roboter. Die haben schon Köpfe, aber. Oh, Stufenanzug. Anzug. Anstieg, natürlich. Womit war das jetzt? Auf O? Nein. Oh. Ja, hier ist noch was, was ihr jetzt erstmal durchlesen könnt. Das primär machen wir, glaube ich, wann anders. Es ist gerade etwas viel. Und der. Hä? Was soll ich denn da? Zeigt der Pfeil hier hin. Die Fahne da unten war auf der Karte, meine ich. Ja, habe ich gemacht jetzt. Und? Egal, einfach weiter. Ah, wenn man das gedrückt hält, kommt sowas. Egal. Weiter. Was auch immer das zu bedeuten hat. Da, das ist die Ausgabenstrecke. Wir haben sie also gefunden. Da ist noch eine Kiste, die mache ich vorher auf. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was da passiert. Oh nein. Umwandeln. Ich nehme das erstmal alles. Keine Ahnung. Der scheint es ja eben im Inventar gehabt zu haben hier. Untersucht. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Oder von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Ja, dann auf geht's. Dann auf zum Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Ja, machen wir das mal. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ein Raumhafen? Wenn ihr da mit oben das Lager, dann werden wir ihn ja gleich wiedersehen. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Dampf. Was nicht nach normalem Schornstein aussieht, sondern ein bisschen nach Feuer. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ein Hinterhalt, da. Danke. Aha. Gott! Sie leben noch! Was haben die Geth Ihnen angetan? Wer ist denn das? Wieder lebt noch.
der lebt noch. Ach du Kacke. Ich nehme mal die Waffe. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der noch leben würde. Ich will immer nachladen, aber wir haben hier irgendwie keine Munition. Wir haben hier unendlich. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geth auftauchten. Was hast du? Diese Spitzen müssen Stunden brauchen, um aus Menschen Hülsen zu machen. Ach, das waren Menschen, die... Ach, du Kacke. Werden da aufgespießt und dann... Okay. Hier ist eine X-Offer-Karte. Ist da ein Schatz versteckt? Ist hier ein Schatz versteckt? Nein. Toll. Gucken wir mal hier rein. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Die Tür war aber nicht verschlossen. Oder das Sicherheitsschloss ist einfach schlecht. Ach, die Tür. Ach, Dechiffrierung heißt also Schlösser knacken, okay? Ja, oder überbrücken. Oh,